Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Arini Diva, ich grüße dich. Du möchtest wissen, wie geht es weiter finanziell? Und das schauen wir bei dieser Legung an. Die Hauptthema liegt hier in die Mitte. Dieser Baum nährt, symbolisiert Nahrung. Und da ist das feste Boden. Das bedeutet deine Bedürfnisse nach Sicherheit und Stabilität. Und du möchtest auch ernährt werden. Oder ich würde sogar sagen, du hast jemand und möchtest helfen. Du möchtest deine Kinder oder dieser Mann auch ernähren. Du bist fürsorglich, immer für anderen da zu sein. Und dieser Baum zeigt die Stabilität, das gelingt dir auch. Diese Baumkarten sind meine eigenen Karten. Und ich liebe diese Bilder und ich arbeite so gerne mit diesen Karten und ist auch aussagekräftig. Jetzt schauen wir aber weiter. Wie fühlst du dich? Hast du die Selbstwertgefühl oder was für Gefühl hast du, wenn um Sicherheit, Stabilität oder um Finanzen geht? Diese Karte zeigt Wärme. Und Feuer, ein Zuhause, ein warmes Nest zum Haben. Und das ist die Boden. Und das hast du geschafft. Das hast du schon. Und wie geht es weiter finanziell? Hier ist ein Neubeginn. Auch wenn du Rente bekommst, du wirst noch arbeiten, weil es ist irgendetwas noch da, was dich begeistert oder was deine Aufgabe ist. Und du wirst etwas Neues starten, dadurch kommt noch Geld. Und wie wird diese endliche Sache sein? Das ist diese Zauberkraft. Du wirst Glück haben, die helfen dir, aber nicht nur bei diesen endlichen schriftlichen Dokumenten, sondern auch bei diesem Neubeginn, eine neue Richtung. Ich würde sagen, das wird eine spirituelle Richtung sein. Und das passiert Spätsommer. Da hast du schon die Ereignisse oder die Ideen. Diese Karte zeigt Weisheit und steht für Jungfrau, für Tierkreiszeichen Jungfrau. Und Jungfrau ist bescheidend. Also du kannst sehr gut mit Geld umgehen. Du hast dieses Wissen und du kannst auch ökonomisch denken. Und die Ergebnis ist, deine Zukunft, deine berufliche, finanzielle Zukunft ist hier die Vitalität und die Flexibilität. Du passt an, immer auf die Geschehen. Aber du hast ein bisschen Traurigkeit dabei. Aber kommt die Liebe, das sagt mein Gefühl, oder dein beruflichen Erfolg. Und das sind auch die Werte. Diese Traurigkeit kann aber auch deine Vergangenheit symbolisieren. Ich befrage jetzt mein Pendel, wirst du diese finanzielle Sicherheit, diese Struktur bekommen? Ja, nein oder nur ein bisschen? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, du wirst diesen Wohlstand leben, die Sicherheit, Stabilität. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet, das gelingt nicht. Und wenn die Pendel stehen bleibt, dann ist das alles ungewiss. Erstmal ungewiss. Dann kommt ein Hin und Her, vielleicht Ausgabe, Einnahme. Dann in einem späteren Zeitpunkt. Ich kann das nicht genau sagen, wann, aber mein Gefühl sagt, es handelt sich um Monate, hast du die finanzielle Stabilität.
Liebe Arine Diva, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.